Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavin hier am Start mit einem neuen Video. Willkommen zum allerersten Unboxing-Video auf meinem Channel. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich habe damit absolut keine Erfahrung und meine Kamera mobbt mich. Die ganze Zeit fällt mein, also rutscht die so ein Stück runter. Vielleicht seht ihr das, dass die nicht so weit oben ist, sondern die ganze Zeit runterrutscht. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Wir werden in diesem Video diesen Bad Boy hier auspacken. Ihr wisst noch nicht genau, was da drin ist. Es war zuerst, in einem großen Paket. Das habe ich jetzt schon entfernt. Da stand meine Adresse drauf und so. Und das wäre ja nur Chaos gewesen. Aber das Ding, was da drin ist, das habe ich noch nicht ausgepackt. Das wurde mir netterweise von Nitrade zur Verfügung gestellt. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und es gibt zum Schluss ein kleines Giveaway. Also ich denke, es wird für euch was dabei sein. Drei können gewinnen. Wir gewinnen könnt, was ihr machen müsst und so. Das werdet ihr dann später erfahren. Wir packen als allererstes dieses schicke Teil aus. Und ich muss sagen, schaut euch diesen Rand an. Es sieht so cool aus. Ich hoffe, das ist jetzt auch scharf. Warte, ich kann es, glaube ich, schärfer stellen. Heaven und Kamera, Snoop. Kann ich es irgendwie schärfer stellen? Seht ihr einen Unterschied? Ich kann nur zoomen rein oder raus. Hi. Okay, wir packen das jetzt einfach mal aus und dann schauen wir mal, wie das von innen aussieht. Wie gesagt, ich habe selbst noch nicht reingeschaut. Aber ich weiß natürlich, was es ist. Und ich muss sagen, es ist ziemlich cool. Zusammenknüllen und ab in die Ecke. Fällt keinem auf. Ich räume später auf. Ich bin sehr ordentlich, auch wenn ich jetzt den Müll auf den Boden geworfen habe. Schaut euch das Teil erstmal von hinten an. So sieht das Ganze aus. Und wir sehen das jetzt gleich von vorne. Also es ist quasi, wie heißt das Ganze? Gamewise. Es ist quasi wie so ein Controller fürs Handy. Also quasi, wenn wir am Handy irgendein Spiel spielen, das jetzt, naja, mehr Steuerung verträgt als so ein Click-Game wie Summoners War. So, also wenn wir zum Beispiel ein Autorennspiel spielen oder irgendwie so ein Action-Spiel, dann hat man am Handy nicht so das Gefühl wie bei einer PS4 vom Controller her. Und deswegen gibt es jetzt seit neuestem so ein Gerät, das quasi ans Handy angesteckt werden kann. Und dann können wir damit quasi dann so spielen. Also ihr seht ja da die Controller. Oh, ich weiß nicht, ob es so unscharf ist. Ich lasse es lieber mal so entfernt, dann seht ihr das ganze Teil. Hier steht drauf, hunderte Spiele sind kostenlos über unsere Gratis-App im Apple App Store erhältlich. Gamewise Live. Funktioniert nicht mit allen Spielen, erfordert iOS 7 oder höhere Version, iPad nicht inbegriffen. Ich denke, das ist logisch. Also man muss sich dann vorher informieren, welche Spiele damit kompatibel sind, aber ich finde diese Möglichkeit schon mega, mega nice. Und das werde ich dann wahrscheinlich privat benutzen. Also wenn ihr sowas kaufen wollt, könnt ihr das einfach auf der Website machen. Ich verlinke die euch. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt einfach mal weiter aus und dann sehen wir zum Schluss, was ihr gewinnen könnt. Ich bin aber erstmal sehr gespannt. Ich glaube, ich brauche ein Messer. Ich lasse es erstmal hier stehen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das ganze Ding jetzt mal aufgeschnitten und jetzt machen wir es auf. Ich finde die Verpackung so nice. Tada, so sieht das ganze Ding jetzt aus. So, ich glaube, so mit der Erhöhung ist das besser. Ich weiß es nicht. So sieht das ganze Ding jetzt aus. Und dann haben wir hier einmal dieses Gamewise. Mal gucken, was da so drin ist. Ihr seht das ja auf dem Dings da. Ich glaube, ich muss mein Handy aus der Hülle gleich rausholen. Hier haben wir jetzt so, naja, ich mach's einfach mal auf, ihr seht es gerade nicht, ich weiß, aber ich glaube, da ist nur so ein Handbuch drin, das das ganze Ding, glaube ich, erklärt, ja, Start Guide und so, okay. Wir wollen uns aber jetzt das Innenleben anschauen, das ist ja natürlich spannender. Ich hole das hier einfach mal raus. Okay, das heißt, wir haben quasi das hier, ja, so sieht das Ganze aus, das heißt, wir haben hier die Controller und können damit spielen und wir werden jetzt mein Handy da mal reinfügen. Ich hoffe, das passt. Ich muss mal die Hülle wegmachen. Also ihr seht da links, zeige euch das. Ansonsten blende ich das mit Symbolen ein, aber ich zeige es jetzt mal. Ich hoffe, man sieht's und es ist nicht so unscharf. Man sieht hier links, oh, es ist so unscharf. Man sieht da quasi einen Lightning-Anschluss, also wird da dann das Handy reingetan. Wir testen das jetzt mal. Also ich habe die App natürlich nicht runtergeladen, weil ich es jetzt eben geöffnet habe.
Aber ich denke, das dürfte hoffentlich passen. Bitte pass rein, Handy. Okay, man kann das Ganze dann auch so ausziehen, damit das dann da reinpasst. Und ich denke, es passt. Wir sehen hier auch so ein Blinken. App nicht installiert. Zubehör verwendet eine App, die nicht installiert ist. Möchtest du zum App Store? Das steht dann quasi da. Wie gesagt, sorry wegen meiner Kameraführung. Sowas bin ich nicht gewohnt. Wie komme ich denn jetzt zum Homescreen? Warte, ich versuche das jetzt mal. Passwort dürft ihr nicht sehen. So. App Store. Mal sehen, wie das Ganze jetzt aussieht. Ihr seht das jetzt quasi gespiegelt. Für dieses Zubehörteil. Oh, dann sieht man... Ich drehe es mal um. Man sieht dann auch quasi... Oh, es ist so unscharf. I'm sorry. Man sieht dann quasi schon... Ist es scharf? Ich weiß es nicht. Man sieht dann quasi schon die Spiele, die dafür verfügbar sind. Und ja. Ich gucke mal kurz. Naja, also ich lasse das jetzt... Man müsste das jetzt quasi komplett installieren. Aber dann könnte man jetzt hier so spielen. Und das sieht ziemlich cool aus. Ich freue mich darauf. Also ich bin schon sehr gespannt. Und ich werde euch dann bestimmt davon berichten, wie das Ganze funktioniert. Also so sieht das dann im Prinzip aus. Wir haben dann da die Controller und da das. Und ja, es hält sich ganz gut in der Hand, muss ich sagen. Und es ist ganz nice. Und dann kann man so spielen und dann so... Versteht, was ich meine. Aber es sieht ganz cool aus. Naja, also so viel dazu. Erstmal nochmal vielen Dank an Nitrado. Wir kommen jetzt zum Giveaway. Das ist natürlich dann auch von Nitrado. Ich wusste davon zuerst gar nichts. Ich rufe mal die Website auf. Sie haben geschrieben, wir haben auch noch Gutscheine zum Verlosen an deine Community. Vielen, vielen Dank. Die Gutscheine lassen sich auf unserer Website einlösen. Also ist auch in der Beschreibung verlinkt. Also einfach Nitrado. Die Gewinner bekommen dann einen 4-Slot-Public-Server für 30 Tage. Das Spiel ist frei wählbar und die Gutscheine sind bis zum 27. Februar 2018 einlösbar. Ich denke, das ist ein cooler Preis. Ihr könnt gewinnen, indem ihr drei Sachen macht. Das ist eigentlich relativ einfach. Ihr müsst meinen Kanal abonnieren, Like da lassen, Classic. Und dann schreibt ihr einen Kommentar. Und im Kommentar schreibt ihr eure Vorsätze fürs Jahr 2018. Ja, ich hoffe, ihr habt welche. Und ich hoffe, ihr haltet sie ein. Ich weiß nicht, ob ich meine einhalte. Ich versuche es jedenfalls. Versuchen wir gemeinsam unsere Vorsätze einzuhalten. Also das ist die einzige Aufgabe und ihr müsst dann auf meinen Kommentar reagieren. Also ich wähle das random aus mit so einem Zahlengenerator. Achso, und ihr müsst eine Zahl schreiben. Ups, also ihr müsst auch eine Zahl zwischen 0 und 9999 wählen. Dann wähle ich das mit einem random Zahlengenerator aus und dann werdet ihr angeschrieben von mir und ihr müsst dann darauf antworten. Wahrscheinlich geht das dann, dass ich sage, schreibt mir meine Mail oder so. Werden wir dann noch näher klären. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also ich finde dieses Pack ganz cool. Den Karton, den mag ich auch irgendwie. Ist sehr vornehm. Das steht in der Anleitung dann alles drin, wie das Ganze klappt. Aber das Zusammenstecken habe ich mir irgendwie schwieriger vorgestellt. Aber dadurch, dass man es so auseinanderziehen kann quasi, ist das ganz nice. Und dann gibt es keine Probleme. Aber ich finde es cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao und ganz viel Glück beim Gewinnspiel.